Hier ein kurzes Anheben, hier eingedreht. Putins Fuß sorgt für Gesprächsstoff. Kreml-Despot Wladimir Putin und Nordkorea-Diktator Kim Jong-un. Zwei der schlimmsten Machthaber der Welt sind aktuell für Gespräche in Russland zusammengekommen. Putin führt Nordkoreas Kim dabei durch ein Kosmodrom, einen russischen Weltraumbahnhof. Experten gehen davon aus, dass beide Diktatoren in den nächsten Tagen einen Waffendeal aushandeln wollen. Russische Satelliten- und Nukleartechnologie sowie Nahrungsmittel im Austausch gegen nordkoreanische Unterstützung beim Auffüllen der schrumpfenden russischen Munitions- und Waffenbestände. Auffällig jedoch beim Gipfeltreffen? Kriegstreiber Putin wirkt angespannt. Immer wieder zuckt sein Fuß hoch, auch nachdem er seine Sitzhaltung verändert. Nervöser Tick oder doch ein Anzeichen für eine Krankheit? Schon seit Jahren gibt es Behauptungen über den sich verschlechternden Gesundheitszustand des Kreml-Despoten. Die Theorien reichen von Krebs bis zu Parkinson. Fest steht, dieses neue Fußzucken tut definitiv nichts, um die Gerüchte zu entkräften. Thank you.